Wobei das Foltern fast schon ein bisschen brutaler ist. Aber nur fast. Jo, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, alle Einheiten freischalten, die es hier freizuschalten gibt. Dann werde ich halt nur mit Bodenfallen auskommen müssen, aber ist ja auch okay. Trollidons haben Schädelbrecher, Dunkelzwerg. Das sind alles Schreiatorium-Einheiten. Wenn ich das richtig sehe, gibt es gar nicht viele Kulteinheiten, nämlich nur 3 Stück. Gut. Materialien. Dann würde ich sagen, schicke ich sie gleich nochmal los, Materialien besorgen. Wenn sie nicht zu angeschlagen sind. Jo. Und mit dem Materialien... Achso, den Kult habe ich schon. Stimmt, stimmt, den habe ich gebaut. Dann bauen wir hier oben die Schmiede hin. Hier sind Stufe 1 und 2 Rattenmenschen. Den sollten wir dann demnächst seinen Besuch abstatten. Sobald ich Heiler habe. Genau, mit den 50 Material, die jetzt kommen, sollte ich 2 Heiler und 2 von diesen Fernkämpfern ausbilden können. Obwohl, ich kann ja auch im Kult jetzt Einheiten ausbilden. Ja, Bogenschützen sind viel cooler. Skelettbogenschützen sind, glaube ich, cooler. Also Skelettbogenschützen und 2 Okuli-Heiler. So. Und dann alles irgendwie nach da oben schicken. Habe ich alles eingewählt? Ja. Baal noch hier hochporten. Und dann muss ich hier irgendwie durchbuddeln. So erstmal, das dürfte gehen. Und so durch, genau. Da kommt mein Trupp, der wird geheilt. Und Baal kann neue... Demonum Explosio. 2 neue Diener heranschaffen. Und übrigens, ich glaube im Kult... Kult. Ermöglicht dir die untoten Einheiten zu deinen Truppen dazu zu beschwören. Du kannst bis zu 5 Arbeiter zum Beten des Raums zuteilen, wodurch du eine kostenlose, seelenlose Einheit erhältst. Jo. Aber erstmal Rattenmenschen töten. Gut, dann schicken wir mal alles, was ich hier habe, nach da oben. Why me? Und die 3 kann ich hier zum Beten schicken. Was haben wir? Ach, natürlich ein Feuerhexenmeister. 10 Schätze. Gut. So, machen wir erst einmal hier den Trupp. Dann den Trupp, so. Gut. 2 Trupps. Beide Trupps hierher porten. Und mit 4 Punkten schalte ich erstmal Frieden und Beute frei. Oh, und ich habe jede Menge Pilze, die ich umwandeln kann. Gut. Und die Schmiede besetzen. Baal eine neue Einheit. Was für Maskottchen haben die Jungs denn? Dieselben. Okay, als nächstes hätte ich gerne, glaube ich, das Arcanum. Heroes are entering your dungeon. Ah, Helden. Out of the pit into a hell.
für Schäden zum Foltern. Gauner, Kleriker. So, Helden, die ich foltern kann. So, was will ich als nächstes freischalten? Ich würde auf jeden Fall gerne den Rachegeist freischalten. Ja, warum nicht? Oder ich warte erstmal auf meiner Kanu und schalte dann die Einheiten frei und dann den Monsterbau. Genau. Die Reihenfolge klingt auch nicht schlecht. Jetzt brauchen aber erstmal alle Truppen. Alle beiden Truppen Rüstungen. Noch eine kostenlose Einheit, ein Scheusal. Ah, der Oculus, sobald ich ihm bessere Rüstung gebe, sieht er anders aus. Hä? Wow, sehr schön. Viele Punkte gekriegt. Kriegt er bei das Arcanum? Jo. Bessere Rüstung, kriegt er Augen. Warum auch immer. So, okay. Keine Opfergrube verfügbar, da ist doch eine. Ich habe wohl eher keine Arbeiter zur Zeit frei. Das, daran kann es liegen. Das ist wirklich brutal. Was auch immer das sein soll, so eine Art Streckbank. Neue kostenlose Einheit. Noch ein Scheißhal. Okay, noch zwei kostenlose Einheiten. Und wie viel Helden in den Extraktor? 6. Okay. Jo, die beten da. Gut. Was als nächstes? Ich könnte hier durchgraben. Dann ziehe ich mal einen von den Betern ab. In der Hoffnung, dass das hilft. So, ich habe wieder 25 Punkte frei. Das reicht ja, um wenigstens ein paar Einheiten abzugraden. Life. What's the point anyways? So, ah, da gräbt sich schon einer durch. Gut. Gut, gut. Und von hier aus können wir uns dann da oben reingraben. Oh. Ein paar Helden zum Foltern. Wieder so Flötenweiber. Jo, beißen, töten. Oh, sie haben ein Okulo und ein Skelett von mir zerfetzt. Nicht so nett. Helfen wir mal mit Blitzen etwas nach. So, Punkte fürs Heldentöten, Materialien. Noch mehr Materialien. Oh, noch mehr Materialien. Aber du bist ein... Du müsstest ein Held sein. Jo. Gut. Punkte freigeschalten. Ah, schalten wir mal den Rachegeist frei. Auf den bin ich auch neugierig. Hier kann ich das Skelett schon mal austauschen und noch einen neuen Okuli beschwören. Wenn ich die nötigen Materialien dazu habe. Nämlich genau jetzt. So, euch schicke ich mal dahin. Ah, da ist der Okuli. Porte ich euch einfach mal. Wie sieht es mit kostenlosen Einheiten aus? Ach, eine kostenlose Einheit fehlt.
So, zwei Helden, die wieder gefoltert werden. Und was brauchen wir als nächstes? Ja, würde ich sagen, die beiden Übereinheiten. Vor allem den Dunkelzwerg hätte ich gerne. Weil ich den irgendwie cool finde. Okay. Da ich nicht genug Imps habe, muss ich die beiden Trupps einfach mal so auf Materialmission schicken. Weil ich muss jetzt auch endlich mein Arcanum bauen. Arcanum. Oder? Doch, das heißt Arcanum sogar. Kann ich einfach mal hier einen langen Gang graben. Wobei, so lang muss der gar nicht mehr sein. So. Und kann dort ein Arcanum hinsetzen. Und einen Monsterbau. Genau. Alle anderen Gebäude brauche ich nicht wirklich. So, Dunkelzwerge sind freigeschalten. Alle Einheiten sind wieder da. Ich könnte mal den Rüstungsupgrades und Waffenupgrades und so geben. Ja, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, wir haben unsere letzte kostenlose Einheit. Sehr gut. Das heißt, ich kann die Beta mal rausschmeißen. Die stehen dann frei zur Verfügung. So, da oben ist gegraben. Definitiv ein bisschen blöd, dass man Aggressivität nur steigern kann, indem man Imps opfert. Schon wieder Helden im Dungeon. Jägerin Bogenschütze. Treffsicherheit gesenkt. So. Alle Helden bereit zum Abholen und zum Foltern. Sehr freundlich. So, Arcanum. Und wenn wir schon mal dabei sind, wandle ich einfach noch mehr um. Und baue hier noch eine Vorratskammer hin. So, die bringen mir wahrscheinlich noch einen Helden zum Foltern. So, währenddessen opfere ich mal Imps. Damit die beiden Trupps mehr Aggressivität kriegen. So, besetzt den Raum. Und der Raum hier ist voll. Das ist wirklich sehr nett. Auch wenn es teilweise lächerlich aussieht. So, wie viele müssen wir denn noch wieder verwerten? Noch einen Helden. Okay. Das heißt, ich kann auch hier jetzt dann Imps abziehen. Gut. Nächsten Trupp freischalten, das kommt demnächst. Erstmal kommt alles, was ich habe, hier hoch. Und ich kann mich hier durchbuddeln. Und wenn der Held gefoltert ist, dann hole ich auch den aus dem Schreiatorium raus.
paar viele Fernkampfeinheiten. Ich glaube, ich zerbrösel mal eine davon. So. Und hier. No. Okay, die Okuli halten nicht gerade viel aus, muss ich sagen. Mein alter Spot wurde ziemlich aufgerieben, hä? Jo. Das heißt, ich brauche erstmal einen Ersatz-Okuli und vielleicht einen Rachegeist. Rachegeister sind teuer. Ne, eigentlich nicht. Ich muss nur Materialien umwandeln. Aber hey, die brauche ich auch für den Okuli eigentlich.